Track by Track. Heute mit Bosse. So, ich würde sagen, es ist Zeit für einen Kaffee. Genau. Auf zum Feuerschiff. Ja, das ist schön. Und nebenbei Mucke hören. Sehr, sehr gut. Schön. Also, nächster Song ist Alter Strand. Mal gucken. Aufdrehen. Ich stehe hier an unserem alten Strand. Kannst du schon mitsingen, ne? Ja. Rennern, beim Baden zu. Nichts ist hier anders, als es früher mal war. Nur wir wurden größer. Alter Strand ist eine Geschichte über meine alte Lieblingsinsel Amrum, auf der ich, seitdem ich null bin, glaube ich, jedes Jahr in Urlaub gefahren bin. Ja. Ich habe da eine Menge Freunde und ich habe da aber vor allen Dingen ein Lied über diesen schönen Strand geschrieben, an dem es das echt das beste Bier der Welt gibt. Und genau, Norddorf heißt das. Amrum Norddorf. Das ist also ganz hinten, letzte Zipfel der Insel. Mhm. Und da bin ich irgendwie so groß geworden. Und es ist eine Geschichte darüber, was so mit den Leuten passiert, die du lange nicht mehr gesehen hast, aber irgendwie echt gerne magst. Und mir ist das schon oft passiert, gerade so im letzten Jahr, dass ich echt so Leute getroffen habe und wir echt gemerkt haben, Alter, wir haben uns jetzt mal kurz 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und sie hatte eben 3 Kinder und ich irgendwie Krass. Eins. Ja. Und dann trifft man sich da wieder, hat sie eigentlich auch fast gar nicht wiedererkannt, aber dann doch. Und darum geht der Song. Ja, schön. Unser alter Strand. Du verlässt deinen Ort, du verlässt deine Freunde. Ja, genau, das ist eben die Situation, die ich meinte. Also, ja. Auf Wiedersehen sagen, im Taxi sitzen, genauso ist das Album eigentlich gemeint. Was Neues anfangen, Sachen mitnehmen und so. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich auf dieses Silvestergefühl, weißt du, was ich meine? Ja. Das nochmal so überdenkt. Ich glaube, das ist, habe ich dieses Jahr gemerkt, ist der Grund, warum ich eigentlich Musik mache und texte. Weil ich könnte eigentlich bestimmt noch 10 Alben darüber schreiben. Irgendwann wird das ja auch langweilig. Aber ich finde so dieses Gefühl und dann noch in Moll gespielt, ja, das ist für mich Musik. Findest du gut, oder was? Total schön. Ich habe mir Caspar David Friedrich vorgestellt, wie er dieses Lied hört und ein schönes Gemälde. Findest du es nicht ein bisschen kitschig? Nee. Okay, gut. Ich mag Pathos und so. Ist ein bisschen Pathos, ne? Ja, total. Weil ich habe mir irgendwann überlegt, als das Ding fertig war, gerade im C-Teil, wenn das da so und dein Mund bleibt zu und dann stehst du da so und das Schiff legt ab, ja, habe ich mir gedacht, Mensch, warst du da jetzt nicht ein bisschen zu Creed-mäßig? Nein! Also hast du jetzt da die Arme nicht auf dem Berg ein bisschen zu weit auseinander gestreckt? Nein! Aber wenn ich ehrlich bin, manchmal stehe ich auch drauf. Ne? Ja, ja. Nee, Matrosen ich, eben, ne? Ja, ja, bin ich total für. Ich glaube, da hatte ich zuerst glaube ich, den Refrain, wenn ich meine Augen schließe, will ich nur dich sehen. Wenn ich meine Augen schließe, will ich kein Problem mehr. So, weil, ich glaube, es geht ja mir total oft so im Leben, dass Leute echt Schlafstörungen haben. Wegen so Nichtigkeiten, die aber am Ende dann doch auch immer wichtig sind. Also die Verstandssachen, über die wir vorhin schon geredet haben. Und in dem Song geht es eben immer nur darum, dass man eben sagt, ey, pass auf, erstens, wir können das irgendwie zu zweit hinkriegen und zweitens habe ich irgendwie keinen Bock, wenn ich meine Augen schließe, von irgendwas anderes vor den zuen Augen zu haben, als irgendwie dich oder vielleicht noch ein, zwei andere gute Sachen. Ja, darum geht's. Checo Chino. Dankeschön. Für die Moderatorin. Super. Also, dann tschüss. Tschüss.